Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Ich habe hier den nächsten Beitrag vom Sexy Cars Community Treffen. Das war eins der größten Elektroautotreffen weltweit. Am 30. Juli 2022 auf dem Messegelände in Hannover haben wir uns eingefunden mit vielen tollen, spannenden Beiträgen und wir schauen uns jetzt die Keynote mit Jörg Heynckes an. Weitere Vorträge von diesem Event findet ihr übrigens hier oben in der Playlist. Viel Spaß mit dem Beitrag. Speaker, ich habe schon sehr viele Vorträge von Ihnen gehört, das ist immer mächtig spannend, also würde mich jetzt freuen, der Mann ist richtig gut. Ja, kommen wir mal zurück auf die Bühne. Einen kleinen Applaus für Sie bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Wow, gut aus, cool. Schau mal, wenn wir das sehen können, muss ich es nach oben kommen, draufziehen. Sieht wirklich gut aus. Und die jetzt noch da hinten stehen, irgendwo am Rand, hier sind noch Plätze frei. Kommt nach vorne hier, sind überall noch Sitzplätze, ihr könnt euch gerne noch hier Platz nehmen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier in Hannover sein darf, zu diesem tollen Event. Herzlichen Dank an Timo und sein ganzes Team, großartig. Mir ist wichtig, wenn ich jetzt gleich spreche, dass ihr versteht, warum ich eigentlich hier spreche. Ich beschäftige mich nicht so sehr damit, wie das nächste Tesla-Model aussehen wird oder der nächste Elektrowagen von anderen Herstellern. Sondern mich beschäftigt in allererster Linie die Frage, wie wird eigentlich unser aller Welt, jetzt hoffe ich mal, dass die Technik spielt, tut sie, wie wird unser aller Welt von übermorgen aussehen? Und damit meine ich, wie wird Ihre Welt als Bürgerin dieses Landes, als Mutter, als Vater, als Unternehmer, als Angestellter, als Gemeindemitglied, wie wird unser aller Lebenswirklichkeit sich in den nächsten 15 Jahren verändern durch das, was jetzt gerade geschieht? Und ich denke, es lohnt, diesen Blick nach vorne zu machen, weil es wird spannend in den nächsten 10, 15 Jahren. Darüber können wir uns, glaube ich, verständigen gleich. Bevor ich darüber spreche, ein kurzer Blick in die Welt von vorgestern. Das war 2012. Ich habe in den ersten 2000er Jahren angefangen, alle meine Immobilien klimaneutral zu machen, mit Solaranlagen, Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen, Speichersystem. Und natürlich stellte sich irgendwann die Frage, ja verdammt nochmal, aber wie ist denn meine Mobilität? Womit komme ich denn von A nach B? Und ich hatte damals einen Diesel, Volkswagen Touareg. 4 oder 6 Zylinder, ich weiß es nicht. Und eines Tages habe ich dann diesen kleinen Zwerg hier entdeckt. Paris auf den Champs-Élysées. Und habe gedacht, wow, das Ding hat einen Stecker. Ich kann ihn in meine Steckdose stecken und kann dann mit meinem Solarstrom fahren. Also habe ich mich entschieden, im Jahr 2012 meinen Touareg zu verkaufen und bin auf dieses Fahrzeug umgestiegen. Das war ein radikaler Wechsel, gebe ich zu. Meine damaligen Mobilitätsanforderungen haben das aber zugelassen, weil ganz so viel bin ich gar nicht gefahren. Die ein paar weiten Strecken, da habe ich mir dann entweder ein Zugticket gekauft oder ein Auto gemietet. Insgesamt ist es so, ich hätte mir damals nicht träumen lassen, dass es 10 Jahre brauchen wird, bis wir hier sitzen. Ich dachte, nachdem ich begriffen habe, welche unglaubliche Vorteile die Elektromobilität schafft gegenüber den Verbrennern, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Politik in Kollaboration mit Wirtschaft und Automobilwirtschaft in Deutschland es schaffen wird, das Thema so lange zu verlangsamen und zu verzögern, bis es endlich so weit gekommen ist wie heute, nämlich der Drops ist gelutscht. Wir wissen, die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Das ist entschieden. Das Thema ist durch. Aber wir hätten das auch schon vor 10 Jahren entscheiden können, wenn wir nicht in den Händen dieser Leute gewesen wären. Das muss man leider sagen. Also, Blick zurück in die Welt von übermorgen. Und in dieser Welt von übermorgen, das wisst ihr alle, wissen Sie alle, es sind globale Megatrends, die unser Leben verändern. Und diese globalen Megatrends haben einen riesigen Nachteil, nämlich keiner von uns hat Einfluss darauf. Es passiert einfach. Und die großen beiden globalen Megatrends ich will, dass ich mal in dieser Zeit sind eben aber ich will das jetzt nicht unbedingt alles gucken, und deswegen. Der Klimawandel, die Klimakrise. Und es geschieht, egal ob ihr es wollt oder ich es will, es passiert. Diese beiden globalen Megatrends verändern unser Leben. Wir können das global nicht verändern, aber wir können, wenn wir uns damit auseinandersetzen und ganz viel dazu lernen, wenn wir es reflektieren, wenn wir ins Handeln kommen, ganz massiv darauf Einfluss nehmen, wie es sich in unserem lokalen Umfeld auswirkt. In unserer privaten Lebenswirklichkeit, in der Familie, im Unternehmen, in der Gemeinde, haben wir einen riesigen Einfluss. Das ist das, was so wichtig ist. Und
aus diesen beiden globalen Megatrends, Digitalisierung und Klimawandel, ist halt ein dritter Megatrend entstanden. Und der nennt sich nachhaltiges Wirtschaften wird zur Pflicht. Und das meint, dass jedes Unternehmen hier in Hannover, in Niedersachsen, in Deutschland, in Europa, in der Welt am Ende es schaffen muss, in den nächsten 5, 10, 15 Jahren seinen gesamten Business Case nachhaltig, klimafreundlich und ressourcenschonend, am besten in Form einer Kreislaufwirtschaft, auszurichten. Und wir müssen uns klar machen, jedes Unternehmen, was das nicht schafft, weil es entweder nicht will oder nicht kann, wird vom Markt ausgeschieden, wird nicht mehr existieren können. Warum? Weil die Gesellschaft es nicht mehr zulässt. Sehr schön. Sehr schön. Alter Schwede. So viel größer werden, weil der Klimawandel hört nicht mehr auf. Es ist nur noch eine Frage, wie schlimm es wird. Das heißt also, die Schäden, die da auf uns zukommen, werden so gewaltig sein. Wir haben ja schon ein paar Beispiele erlebt gemeinsam im Ahrtal und an anderen Stellen. Die werden so gewaltig werden, dass der gesellschaftliche Druck so sehr wächst, dass alle Unternehmen diesen Weg gehen wollen müssen, wenn sie es nicht erleben wollen, dass sie vom Markt ausgeschieden werden. Und jetzt werden vielleicht einige von euch denken, Mensch, der Heinkes ist aber ganz schön mutig, so verrückt ist die Bundesregierung doch gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass das nur eine Frage von Politik ist, sondern das ist eine Frage auch der Ökonomie. Und wenn wir uns einmal anschauen, was die großen Player, die großen Unternehmen in unserer Ökonomie entschieden haben, dann sagt das was. Nehmen wir das Beispiel Apple. Apple hat vor 2 Jahren ungefähr eine Entscheidung getroffen. Sie haben gesagt, okay, liebe Community, wir wollen bis 2030 klimaneutral werden. Wow. Apple ist eine reine Ideen- und Designschmiede. Und alle Produkte von Apple, die wir kaufen können, werden von Hunderten, von Tausenden Zulieferern in Deutschland, in Europa, in Asien, in der ganzen Welt hergestellt. Und an dem Tag, als Apple diese Entscheidung getroffen hat, haben sie einen Brief geschrieben an alle Geschäftsführer und Vorstände ihrer Zulieferer und haben gesagt, hört mal zu, Freunde, die wichtige Information, wir haben entschieden, wir werden bis 2030 klimaneutral sein. Das ist doch ganz logisch, wenn Warta es nicht schafft, als Beispiel jetzt mal genannt, die kleinen Mikrobatterien, die sie für Apple herstellen, in Zukunft klimaneutral und nachhaltig herzustellen, dann wird Apple sich einen anderen Lieferanten suchen. So einfach ist die Welt. Und das Gleiche, die gleiche Entscheidung haben die BASF getroffen und Volkswagen und diese ganzen Giganten. Meine Damen und Herren, machen wir mal kurz einen Blick auf die Community, die hier heute zu Gast ist, damit ich mal wenigstens so ein Gespür dafür kriege, wer ist denn hier heute zu Gast. Also, fangen wir mal damit an. Wer heizt denn zu Hause noch mit Öl oder Gas? Okay, oh Gott, scheiße. Wer von euch benutzt kein Smartphone? Vielleicht kann die Technik... Hört mal zu. Ja, danke schön. Wer benutzt kein Smartphone? Keine Hand. Ich glaube, das ist ein super Beispiel dafür, dieses Smartphone. Da können wir uns, glaube ich, darauf verständigen. Das ist ein Beispiel dafür, dass eine Technologie eine ganze Welt verändern kann. Und das, was dieser Mann hier geschafft hat mit seinem Team, ist nichts anderes als das Zeitalter der Dematerialisierung einzuläuten. Geht mal gedanklich kurz durch euren App Store und überlegt mal, wie viele Dutzend, wie viele 100 Produkte in diesem Smartphone sind, die wir alle früher in der analogen Welt mindestens einmal, wenn nicht sogar ganz oft, immer wieder gekauft haben. Da ist die Lupe drin, der Zollstock, das Radio, der Fernseher, das Lexikon, unzählige Dinge, das Navigationsgerät. Könnt ihr euch erinnern? Wir fuhren früher in den Urlaub und wir hatten Landkarten dabei. Die lagen auf den Knien, wir hatten Stadtpläne, wisst ihr das noch? Ja, und dann saßen wir im Auto und haben uns gestritten. Rechts rum, links rum, geradeaus. Und heute nutzen wir alle diese Navigationsgeräte. Früher haben wir die, vor ein paar Jahren haben wir die noch gekauft für 5.000 Euro und mehr. Da mussten wir CDs reinstecken, um aktuell zu sein. Und heute ist das einfach da drin im Smartphone. Das beste Navigationsgerät der Welt ist da drin und es scheint, als wenn es umsonst wäre. Das ist ein tolles Beispiel dafür, dass Digitalisierung uns unglaublich nutzt, weil es spart uns unfassbar viel Geld. Aber es ist auch ein Beispiel dafür, dass Transformation immer Gewinner und Verlierer kennt, weil all die Druckereien, die früher Stadtpläne und Faltpläne gedruckt haben, für die war das eine Katastrophe, dass es zu dieser Transformation gekommen ist. Von daher, es gibt immer Gewinner und Verlierer in jedem Transformationsprozess. Was wir uns klar machen müssen, alle miteinander, ist,
Wir befinden uns gerade inmitten der vierten industriellen Revolution. Und wir, die wir hier sind, gemeinsam, wir sind diejenigen, die diese vierte industrielle Revolution jetzt gestalten müssen. Es ist kein anderer da außer uns. Wir müssen das jetzt machen. Und was das für eine Herausforderung ist, was für eine tierische Aufgabe, vor der wir stehen, das wird klarer, wenn wir uns noch mehr erinnern, was die drei industriellen Revolutionen, die schon hinter uns liegen, mit der Menschheit, mit unserer Gesellschaft eigentlich gemacht haben. Ihr erinnert euch aus dem Geschichtsunterricht, es begann vor ungefähr 250 Jahren. Da wurde diese merkwürdige Dampfmaschine erfunden. Und das führte unsere Gesellschaft aus einer damals bitterarmen Agrargesellschaft hinüber in eine Leistungsgesellschaft. Dann kam die zweite industrielle Revolution. Henry Ford und andere haben die gestaltet und wir kamen in eine Industriegesellschaft. Alles veränderte sich. Es entstand alles das, was unsere Welt von heute ausmacht. Es entstanden Gesundheitsversorgungssysteme, Bildungssysteme, Rentenversicherungssysteme, Elektrizität, Strom. Alles das entstand und führte uns in diese Welt, in die übrigens beste Welt, die es je für Menschen gegeben hat. Bei allem Leid, bei allem Ärger, bei allem, was nicht funktioniert. Es ist die beste Welt, die es je für Menschen gegeben hat. Weil wir diese Technologien entwickelt haben, immer der Zeit in dem Verlauf dieser drei industriellen Revolutionen. Aber das hat unseren Planeten so dramatisch verändert. Und wir schauen mal auf die Grafik hier, dann sehen wir, was für eine dramatische Veränderung. Ganz rechts ist heute, ganz links ist Jesus Christus Geburt. Als Jesus auf die Welt kam, lebten auf diesem Planeten ungefähr 300 Millionen Menschen. Als James Watt die Dampfmaschine erfand, da waren es plötzlich knapp 800 Millionen Menschen. Das heißt, im Verlauf von ungefähr 1750 Jahren waren ungefähr 500 Millionen Menschen hinzugekommen. Nicht schlecht. Im Verlauf der ersten industriellen Revolution waren es auch 500 Millionen Menschen, die dazukamen, aber diesmal in 100 Jahren. Und im Verlauf der zweiten industriellen Revolution waren es dann schon 1 Milliarde Menschen in 100 Jahren. Wow. Jetzt gucken wir mal nach rechts. Die orange Linie markiert das Jahr 2000. In den letzten 21 Jahren sind 1,8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten hinzugekommen. 1,8 Milliarden Menschen. Und ich weiß nicht, ob euch das allen bewusst ist, wenn ihr heute Nacht ins Bett geht und ihr heult gleich 50.000 mehr. Jeden Tag. Wisst ihr warum? Weil wir das gemeinsam möglich gemacht haben. Weil wir nämlich die Technologien und die Voraussetzungen dafür geschaffen haben. Im Wesentlichen drei Punkte. Makaber, das jetzt zu sagen, aber es stimmt. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg begriffen, die großen Kriege abzuschaffen. Jawohl, das haben wir geschafft. Es ist schrecklich, was gerade in der Ukraine geschieht. Aber es ist kein lächerlich im Vergleich zu früher. Früher war immer Krieg und fast überall. Wir haben es geschafft, das ist auch schon wieder makaber, es jetzt zu sagen, die großen Seuchen abzuschaffen. Und last but not least, wir haben die Technologien entwickelt, 7,85 Milliarden Menschen ernähren zu können. Das war der wichtigste Punkt. Und ja, wenn jetzt jemand sagt, aber Herr Heinkes, das stimmt doch was nicht, 800 Millionen Menschen hungern doch noch, dann kann ich nur sagen, ja, das stimmt. Aber nicht, weil wir sie nicht ernähren können. Die hungern, weil sie uns egal sind. Das ist die Wirklichkeit. Wir schmeißen das die Lebensmittel weg. Ein Drittel der Lebensmittel werden vernichtet. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das sind die Herausforderungen dieser vierten industriellen Revolution, in der wir jetzt leben. Das ist das, dem wir uns stellen müssen am Ende. Wir müssen nicht den Planeten retten, wir müssen uns retten, die Menschen, unsere Kinder, unsere Enkelkinder. Wir müssen die Säugetiere retten. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, gemeinsam. Aber dafür müssen wir gemeinsam vom Denken zum Handeln kommen. Das ist das, worum es gerade geht. Diese drei Themen. Schauen wir mal ganz kurz in die drei Themenfelder rein. Dieser Planet ist ungefähr 4,5 Milliarden Jahre alt. Dieser unfassbar schöne Planet. 4,5 Milliarden Jahre. Und wir? 250.000, 300.000 Jahre. Wir schaffen nicht mal 1 Million, wir, der moderne Mensch. Wir sind ein Wimpernschlag, ein lächerlicher Wimpernschlag in der Geschichte dieses Planeten. Als vor 250 Jahren
die Menschen diese Dampfmaschine erfunden haben, da haben sie was, dass das gespeicherte Sonnenenergie ist. Sie haben sie einfach ausgegraben und in Brand gesteckt, um Wohlstand zu schaffen, Fortschritt. Erst später fingen wir an, unsere Generation zu begreifen, dass das ja alles Kohlenstoff ist, der früher schon mal in der Atmosphäre war und der über Jahrhunderttausende, über Jahrmillionen sukzessive Stück für Stück in den Erdboden gegangen ist als Kohlenstoff und sich dann letztendlich in Kohle, Öl und Gas abgelagert hat. Es ist pure Sonnenenergie, die unter unseren Füßen liegt und die wir heute eben in den letzten Jahrzehnten ausgegraben haben und in Brand gesteckt haben. Und wir waren uns lange nicht bewusst, was es bedeutet, diesen Kohlenstoff in der Menge und in der Geschwindigkeit wieder in die Atmosphäre zu blasen. Seit 40, 50 Jahren allerdings wissen wir das. Es war uns nur egal. Jetzt müssen wir es ziemlich schnell verändern. Meine Damen und Herren, das Schöne ist, wir können das. Wir können unsere Welt nachhaltig kohlenstoffarm und ressourcenschonend bewirtschaften. Wir können in eine Kreislaufwirtschaft kommen, weil wir haben alle Technologien, wir haben alles Wissen. Schauen wir kurz mal in die Ernährung rein. Warum ist die industrielle Landwirtschaft eigentlich für fast 30% des CO2-Ausstoßes verantwortlich? Woran liegt das? Global betrachtet. Ganz simpel, ein Wort, ein Begriff, ihr kennt das alle. Fleisch. Fleisch ist letztendlich der Punkt, warum wir dieses enorme Problem haben in der Landwirtschaft. Weil die meisten Menschen essen gerne Fleisch. Und es werden übrigens jeden Tag mehr. Auch wenn in Deutschland der Veganismus gerade hip ist, aber weltweit essen immer mehr Menschen Fleisch. Und bei jedem Kilogramm Fleisch, was konsumiert wird, wird unfassbar viel CO2 und Methangas ausgestoßen bei der Produktion. Viele andere Probleme, Wasserverbrauch, Landnahme, Regenwaldabholzung, Antibiotikaresistenzen, eine Vielzahl an Problemen, die wir produzieren bei der Herstellung von Fleisch. Wir müssen uns einfach ehrlich machen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Die eine Variante ist, wir werden alle Vegetarier und Veganer. Morgen. Das Stichwort lautet In-vitro-Fleisch. Das ist Stammzellentechnologie. Man entnimmt Tieren Stammzellen, das tut nicht weh. Man packt die in eine Petrischale, man fügt eine Nährstofflösung zu, es wird Energie zugefügt, natürlich grüne Energie. Und dann kann man Fleisch im Bioreaktor herstellen. Dann können wir das gleiche Fleisch, sieht genauso aus, fühlt sich genauso an, schmeckt genauso, ist halt das gleiche Fleisch. Ist nur an einem anderen Ort gewachsen, wächst nicht bei der Kuh an der Schulter, sondern wächst eben im Bioreaktor. Die Technologie gibt es. Ist noch nicht ganz fertig, aber es gibt sie. Und es wird in wenigen Jahren, werden wir alle erleben, dass in den Supermärkten dieses Fleisch liegt. Und weil all die Probleme, die ich eben erläutert habe, damit vom Tisch wären. Und deswegen würde es Sinn machen. Im Bereich der Landwirtschaft, was Gemüse, Salat und Kräuter betrifft. Urban Farming, ein Riesenthema bereits in Asien. Vertical Farming. Diese Pflanzen wachsen nicht in Erde, sondern sie schwimmen in Nährstoffen, in Wasser. Sie werden von KI-Systemen überwacht, werden sie produziert, weil es Sinn macht, weil es uns neue Optionen gibt, ressourcenfreundlich letztendlich landwirtschaftliche Produkte herzustellen. Veränderungsprozesse, die notwendig sind, so wie in der Welt der Energieversorgung. Ja, womit fährt euer Elektroauto? Mit Strom, natürlich. Und wir wissen, wir müssen zu 100% erneuerbaren Energien kommen. Das ist kein Zauberding, das ist nicht schwierig. Wir sind schon bei 50% beim Strom. Wir könnten auch schon bei 90% oder 100% sein, wenn wir nicht 10 Jahre, 15 Jahre lang eine Blockade einer Bundesregierung erlebt hätten, die gemeinsam mit einigen großen Regierungen das verhindert hat. Aber jetzt haben wir eine andere Bundesregierung und jetzt haben wir den Druck, der endlich da ist. Und jetzt werden wir das machen. Wir werden die 100% erneuerbaren Energien schaffen, weil es möglich ist und weil es notwendig ist. Was jetzt passiert in unserer Lebenswirklichkeit ist, es werden so ziemlich alle Prozesse, die bisher thermisch organisiert wurden, elektrisiert. Also die Öl- und Gasheizung fliegt raus, eine Wärmepumpe wird unsere Häuser in Zukunft beheizt. Und das hat natürlich eine Folge, das ist ja ganz klar. Nämlich, mittelständische Unternehmen müssen zu Kraftwerken werden. Weil, Fakt ist, wenn Sie ein mittelständisches Unternehmen haben und Sie haben dann noch Ihre Heizung umgestellt und Ihre industriellen Prozesse, dann fragen Sie mal Ihr Stadtwerk, ob die Ihnen den Strom liefern können. Die Antwort kann ich Ihnen sagen. Die heißt nein. Was passiert in den nächsten Jahren? Das haben mittlerweile sogar Herr Altmaier und einige andere verstanden, die das jahrelang negiert haben. Unser Stromverbrauch wird natürlich dramatisch steigen. Das ist so, weil alles, was bisher thermisch war, wird elektrisch. Fast alles. Das haben wir beim Elektroauto als erstes begriffen. Da hatten wir plötzlich um Faktor 3 bis 4 weniger Energieverbrauch als beim Verbrenner, weil der halt so fürchterlich ineffizient ist.
Und das erleben wir aber auch bei der Heizung, weil die Wärmepumpe eben um den Faktor 3 bis 4 mal effizienter ist als so eine Drecksöl- oder Gasheizung. Das ist nun mal so. Das ist Physik. Und so erleben wir es in allen Bereichen. Elektrische Energie, elektrische Prozesse sind in der Regel deutlich effizienter und deswegen sinkt unser Energieverbrauch erheblich. Wir brauchen einen radikalen Ausbau der Windenergie. Woran liegt das? Warum kümmern? Herr Söder sagt dann immer, wir machen das alles mit Solar. Ich weiß nicht, wie das in Bayern ist, aber ich will Ihnen über eins sagen. Da, wo ich herkomme, in Wuppertal, das ist in Nordrhein-Westfalen, bei uns wird es jeden Abend dunkel. Jeden Abend. Ist das hier in Hannover auch so? Wisst ihr was? Das Schlimme ist, das geht nicht mehr weg. Das bleibt so. Es wird jeden Abend dunkel. Und im Winter immer früher als im Sommer. Und wisst ihr, was das bedeutet? Da machen die Solaranlagen alle keinen Strom. Ich weiß nicht, das scheint in Bayern irgendwie anders zu sein. Es geht nur durch den Mix. Es geht nur in der Kombination aus Wind und Solar. Und ja, Geothermie und Biogas, alles wichtig, alles notwendig. Aber die beiden Haupttreiber, die beiden Hauptmedien werden Wind und Solar sein müssen, wenn wir die Energiewende schaffen wollen. Und wir müssen sie schaffen. Und das heißt, wenn demnächst bei euch vor der Haustür ein Windrad gebaut wird, geplant wird, tut mir einen Gefallen. Gründet bitte keine Bürgerenergiegenossenschaft dagegen, keine Bürgergemeinschaft dagegen, sondern gründet eine Bürgerenergiegenossenschaft selber, um das Windrad selbst zu bauen. Investiert in diese Windräder. Wie entstand eigentlich das Ruhrgebiet? Warum hat der Mannesmann und der Krupp und den Thyssen und die Allerhießen, warum haben die eigentlich ihre Werke da gebaut, wo heute dieses sogenannte Ruhrgebiet ist? Ich kann euch das sagen. Weil das schwarze Gold unter ihren Füßen lag, weil dort die gespeicherte Sonnenenergie war. Gespeicherte Energie war im Erdboden und da haben sie gebaut und haben ihre Werke errichtet, ihre industrielle Revolution gestartet, weil sie verfügbare Energie hatten. Und das ist das, was in Deutschland so viele Politikerinnen und Politiker lange nicht kapiert haben. Jetzt fangen sie es an zu kapieren. Es entstehen neue Währungen. Die gespeicherte Kilowattstunde Energie wird unfassbar wertvoll. Auch darin lohnt es sich zu investieren. Keine Frage, das wird der Schlüssel werden für die 4. industrielle Revolution. Wenn wir diese intelligente Energiewende geschafft haben, und wir werden sie schaffen, dann verschieben wir Wertschöpfungsketten in einer unfassbaren Dimension. Ich sage das jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Und ihr glaubt gar nicht, wie schön das ist, wenn plötzlich Herr Lindner da steht und sagt, Windenergie ist Freiheitsenergie. Und wenn endlich die Menschen begriffen haben, dass wir seit Jahrzehnten Herrn Putin und all die Mörder in Saudi-Arabien und in den anderen Ländern, die uns mit Öl versorgen, wir füttern sie, wir ernähren sie seit Jahrzehnten mit unserem Geld, weil wir so dumm sind, ihre Energie zu kaufen, obwohl wir seit Jahrzehnten unsere Energie selber machen können, hier in diesem Land. Es ist ein Anachronismus. Es gibt ausreichend Studien, die belegen, dass wir in der Lage wären, 90-95% der benötigten Energie hier in Deutschland zu produzieren. Und das sollten wir tun, damit dieses Geld nicht mehr zu den Oligarchen, Diktatoren und Mördern im Nahen Osten oder in Russland fließt, sondern hier in den Mittelstand, in Deutschland, in Europa, die Handwerker, die Stadtwerke, die sollten das Geld verdienen, was heute Herr Putin bekommt. Und das müssen wir jetzt machen. Und dazu müsst ihr aber die Anlagen bauen und ihr müsst sie betreiben und ihr müsst es fordern von all euren Nachbarn und Freunden. Der größte Veränderungsprozess kommt in der Mobilität auf uns zu. Jetzt wird's bitter. Und was jetzt passiert ist, ist jetzt beschlossen. Wir wechseln endlich diesen blödsinnigen Verbrennungsmotor aus gegen einen Elektromotor. Okay, das macht Sinn. Das hätte man auch schon vor langer Zeit machen können. Ihr wisst alle warum. Brauche ich hier nicht erklären. Aber glaubt mir bitte, dieser Wechsel ist trivial in Wirklichkeit. Der wirklich wichtige, entscheidende Wechsel ist der nächste, der zweite. Nämlich wir wechseln nach dem Antrieb euch und mich aus. Nicht mehr ihr, ich werde in Zukunft Auto fahren, sondern jemand, der es richtig gut kann. Ein Algorithmus, ein Roboter. Warum? Warum macht autonomes Fahren Stress während der Fahrt oder wenn? Dann muss er dafür nicht den Blick von der Straße richten. Roboter sind diszipliniert und halten sich gerne an Regeln. Wir sind halt Menschen. Es macht einfach Sinn, das Maschinen machen zu lassen, weil sie werden es besser können, als jeder von uns es jemals konnte. Autonomes Fahren kennt ihr alle, das Stichwort. Und es wird kommen. Und auch wenn nicht klar ist, ob es in 2 oder in 3 oder in 5 Jahren passiert, es kommt. Und an dem Tag, wo diese Technologie auf der Straße ist, kommt automatisch der dritte Schritt. Nämlich wir wechseln nach dem Antrieb und dem Fahrer
in Eigentümer aus. Nicht mehr ihr oder ich werden in Zukunft ein Auto besitzen, weil es keinen Sinn mehr macht, sondern der Betreiber des Schwarms. Und das Zeitalter der Schwarmmobilität meint eben, dass in Zukunft Schwärme von Fahrzeugen in allen Städten, in allen ländlichen Räumen uns allen jederzeit zur Verfügung stehen werden für den Weg von A nach B. Und zwar immer das Fahrzeug, was jetzt gerade Sinn macht. Einfach auf Knopfdruck. Hallo, ich will mal eben zum Bäcker. Einsitzer. Hallo, ich will mit der Familie zum Sport. Sechssitzer. Und so weiter. Das Ganze meinen wir und nennen wir, es werden in Zukunft Räume auf zufällig in der Garage stehen. Das macht Sinn. Wir können dadurch, durch diese Form der Mobilität, können wir 80-85% der Fahrzeuge abschaffen. Die brauchen wir nicht mehr. Warum? Weil unsere Fahrzeuge stehen ja 90-95% der Zeit rum. Sie stehen im Weg. Und diese Fahrzeuge werden immer unterwegs sein. Und sie werden immer Menschen oder Waren und Güter von A nach B transportieren, weil es Sinn macht. Die Schwarmmobilität, meine Damen und Herren, bedeutet Zeitgewinn. Ein Bundesbürger sitzt im Schnitt 38.000 Stunden im Laufe seines Lebens hinterm Lenkrad. Unternehmerinnen und Unternehmer wie ich gerne schon mal 100.000 oder noch mehr Stunden. Diese Zeit wird uns geschenkt. Was können wir da machen während der Fahrt? In der Nase bohren, ja, das geht auch heute schon. Aber wir könnten uns auch nach hinten zu den Kindern setzen und spielen. Wir könnten lesen, wir könnten schlafen, wir könnten schmusen. Macht doch, was ihr wollt während der Fahrt. Ihr müsst doch nicht mehr hinter diesem blödsinnigen Lenkrad sitzen in einigen Jahren. Das ist alles vorbei. Das ist so, als wenn man einen Chauffeur hätte, ist halt nur ein Roboter. Ist billiger. Meine Damen und Herren, die Schwarmmobilität verändert. Das verschmilzt in einem System. In 10 Jahren werden wir erleben, dass in den allermeisten Städten kein Mensch mehr an der Bushaltestelle steht, weil es keinen Dieselbus mehr geben wird, weil es keinen Sinn macht. Wir werden einfach sagen, ich will nach Hause. Und dann kommt das Ding und fährt uns nach Hause. Und wenn wir dann zu Hause aussteigen, dann fährt das Ding weg. Wo fährt der hin? Ist mir doch egal. Wer macht das Auto sauber? Ich nicht. Wer tankt das Auto? Also lädt es? Also ich nicht. Wer wechselt die Reifen, wenn es kalt wird? Ach, ich nicht. Wechselst du gerne Reifen? Tanken Sie gerne? Zahlen Sie gerne Parktickets? Knöllchen? Merkt ihr was? Wir machen den ganzen Tag Sachen, die wir nicht gerne machen. Wisst ihr warum? Weil es noch keine autonom fahrenden Fahrzeuge gibt. Das ist alles vorbei. An dem Tag, wo die Technologie auf der Straße ist, werdet ihr nie wieder parken, Parkplatz suchen, ihr werdet nie wieder Parkticket kaufen und nie mehr ein Knöllchen bezahlen müssen. Ist das cool? Ich denke schon, oder? Und ja, unsere Städte verändern sich. Die Dinger sind unfassbar viel Platz. In Wuppertal, wo ich herkomme, leisten sich 360.000 Wuppertalerinnen aktuell ungefähr 200.000 Stehzeuge. Die stehen auf ungefähr 600 bis 650.000 Stellplätzen 90-95% der Zeit im Weg. Eine riesige Parkfläche in jeder Straße. Wir können unsere Städte neu erfinden. Wir können Wohnungsbau, Swimmingpools, Kinderspielplätze. Wow! Alles wird möglich. Meine Damen und Herren, ja, die Lufttaxis kommen auch. Und zwar schneller als manche vielleicht denken. Und sie brauchen in den Städten Luftstraßen, damit sie sich vernünftig bewegen können. Und sie brauchen Landeplätze. Auch das muss organisiert werden. Die Schwarmmobilität verändert unsere Welt in einer und ja, auch das stimmt, in die gefährlichste Zeit der Menschheitsgeschichte. Und wichtig ist mir, dass ihr versteht, es gibt kein Weiter-so. Wir brauchen alle den Blick in diese Welt von übermorgen, wenn wir heute Entscheidungen treffen. Über Bildungskonzepte, über Infrastruktur, über Investitionen. Wir müssen immer den Blick in die Welt von übermorgen richten und nicht in die Welt von vorgestern, wie wir das bisher so oft gemacht haben. Wir brauchen alle Digitalkompetenz, weil wer keine Digitalkompetenz hat, wird in Zukunft abgehängt in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, das wollen wir nicht, dass die Menschen abgehängt und aussortiert werden. Wir kriegen einen großen Umbau unserer staatlichen Systeme. Unsere Lohn- und Steuersozialversicherungssysteme sind nicht vorbereitet auf das, was kommt. Wir müssen sie neu erfinden, aber das werden wir schaffen. Wir brauchen aber vor allem das hier. Wir müssen den Föderalismus neu gestalten. Wir bürokratisieren uns in diesem Land zu Tode. Und wer das bei Covid noch nicht begriffen hat, was das für ein Irrsinn ist, was wir hier in diesem Land machen. 16 verschiedene Bildungskonzepte, 16 verschiedene Baugesetzverordnungen. Das ist der totale Wahnsinn. Und das ist mir der wichtigste Punkt. Wir müssen uns, die Menschen mitnehmen, unsere Nachbarn, unsere Familienmitglieder, unsere Arbeitskollegen. Weil wenn wir es nicht schaffen, dass jeder eine faire Chance bekommt, hier zu den Gewinnerinnen und zu den Gewinnern zu gehören, dann kriegen wir gehörigen Ärger in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das wollen wir nicht. Am Ende, ich komme zum Schluss, wir spielen das Finalspiel gerade. Es geht um was wirklich Großes. Und wir müssen uns alle entscheiden, jeder persönlich.
Welche Rolle willst du spielen? Bist du Zuschauer? Bist du Klakör? Stell dich auf die Tribüne und applaudiere den anderen, die auf dem Platz stehen. Oder zieh den Trikot an. Geh auf den Platz. Schieß ein Tor. Werd aktiv. Leiste was. Trag was dazu bei, dass es gelingt. Wir werden in den nächsten Jahren extrem viel Mut, voller Angst haben. Es ist nicht leicht, mutig zu sein. Aber wir werden jetzt mutig werden müssen. Weil wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Und wir müssen jetzt mutig sein und Entscheidungen treffen, die notwendig sind für unser Leben und das Leben in unserer Gesellschaft. Wenn uns das gelingt, können wir die Risiken alle nutzen können und am Ende so verarbeiten können, dass wir davon profitieren. Menschen haben immer ihre Zukunft selbst gestaltet, das war immer so. Auch alle Generationen vor uns haben das gemacht und deswegen zum Schluss ein kleiner Video von Apple, der darüber spricht. Ups. Das habe ich gerade ohne Video. Menschen haben immer ihre Zukunft gestaltet. Lasst uns das jetzt genauso machen. Und deswegen ist meine große Bitte an Sie, an euch alle. Lasst uns zusammen jetzt alle Zukunftsmacherinnen und Zukunftsmacher werden. Wir müssen das jetzt gemeinsam machen. Vielen Dank.